Christian, ich habe was ausprobiert und zwar, wo habe ich das? Ganz versifft jetzt gerade. Ich habe eine Haarkreide gekauft, aber nicht die von Essence, sondern es gibt eine von Claire's. Das kleine Ding hier kostet aber 5 Euro. Also fast den Preis wie Essence. Ich habe sie auch ausprobiert, aber ich finde, da sieht man es vielleicht ein bisschen. Also hier. Ich habe das so viel benutzt. Das macht die Haare auch gut trocken. Also, ich habe auch jetzt Haarspray drüber, weil mein Dekolleté war komplett rot, weil das ist so eine Korallfarbe. So sieht das aus. Und ich kann euch mal was auf die Hand malen. So sieht das aus. Jetzt sieht man es vielleicht. Es staubt natürlich total. Es macht aber die Haare, wenn du kein Haarspray. Ich habe jetzt nämlich Haarspray reingetan. Ich weiß, ich rutsche ein bisschen zurück. Also jetzt sieht das richtig hübsch aus, die Haare, aber es ist irgendwie kein Ergebnis. Also jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, man erkennt irgendwas. Aber ich finde. Moment. Ich finde, man sieht kaum was. Und wenn ich viel drauf hatte, also viel Kreide, dann fliegt die runter und fliegt auf die Klamotten. Vielleicht musst du. Zuerst, ich habe gelesen irgendwo, du sollst zuerst Haarspray oder Trockenshampoo irgendwo auf die Haare drauf sprühen, dann die Kreide benutzen und dann Haarspray. Also, ja, ich glaube, wie ich das meine. Ich kann euch da ein bisschen was zeigen, Moment. Ich meine, jetzt so in der Cam, also mit dem kleinen Spiegel dahinter der Cam geht das wohl nicht so gut, aber seht ihr? Jetzt hält es vielleicht sogar ein bisschen besser. Das war ein bisschen viel. Aber wenn ich drauf pusten würde, würde da alles wieder wegfliegen. Ich schüttel mal meine Haare durch. Aha, jetzt haltet's. Oder? Ich habe da den Spiegel daneben. Einen Blick. Also ich habe es nochmal probiert. Ich glaube, jetzt kann man ein bisschen mehr sehen. Aber die ist auch nicht sehr ergiebig. Ich habe eines gesehen. Also es gibt die Farben. Mint, Gelb, Violett und dieses Korallfarben. Ich bilde mal ein, es gibt aber noch eine Farbe. Aber ich glaube, das waren alle. Und ich war so verliebt sogar in die Verpackung. Ich meine, es ist nicht so ergiebig, aber es braucht, glaube ich, eine Weile, bis man das aufbraucht. Das ist so eine coole gewesen. Jetzt ist es ein bisschen flacher schon. Aber es ist nicht viel drinnen, also es ist so viel vielleicht drinnen. Aber die Farbe ist hübsch. Ich wollte ja eigentlich das Mintfarben auch mitnehmen, habe aber mir überlegt, zuerst mal das auszuprobieren, bevor ich. Ja, aber man sieht es ein bisschen, oder? Ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Ja. Na toll, jetzt habe ich meine Schulter angemalt. Kann man das sehen? Katastrophal. Also, man kann es vielleicht ein bisschen erkennen. Minimal, sagen wir mal minimal kann man. Und da hat man das dann alles auf der Hand auch. Schmieren muss ich das mal in die Haare. So, ja. Also, die Begeisterung ist nicht so groß, muss ich ehrlich zugeben, weil ich hatte die Hoffnung, dass es ein gutes Dupe, einen guten Dupe, ich kann nicht mehr reden, ein guter Dupe-Versuch ist zu dem von Essence, weil sieht doch dem von Essence verdammt ähnlich. Ich glaube, ihr könnt ihr das sehen. Das sieht den von Essence sehr, sehr ähnlich. Und ich überlege, ob ich mir vielleicht das Gelbe und das Grüne auch noch kaufe. Oder vielleicht noch alle. Also es ist. Ich kann nicht mehr reden. Von Claire's ist das, ja? Also so sieht das aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Da steht das drauf. Dann ist es so in so einem Karton drinnen mit der Kugel. Hängt, wo habe ich das gesehen? Bei den Kindersachen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Ja, aber ich finde, wenn man jetzt ein bisschen bewegt, die Haare. Ne? Die Farbe bleibt. Stellt euch vor, die Farbe bleibt. Ja, also ich glaube, man muss Haarspray zuerst reinsprühen. Aber mir gefällt es irgendwie. Muss man vielleicht öfter ausprobieren. Ja. Es macht so einen hübschen. Bei schwarzen Haaren sieht das super, super toll aus, finde ich. Machen wir mal grob und. Das Blöde ist halt, es fliegt doch alles auf die Hose von mir. Also da geht viel. Es wird immer weniger, seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Es wird immer weniger. Ich habe heute meine 5 Minuten. La, 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 la.
jetzt kommt gar keine Farbe mehr ab. Hallo. Jetzt. Man muss halt verdammt stark drücken. Und dann landet halt auch viel auf der Hand. Aber es macht die Haare ein bisschen trocken. Also, nach den Haare waschen dann, wenn ihr euch das rauswascht. Katastrophal. Wäre es dann besser, wenn ihr Pflege auf jeden Fall benutzt, weil sonst trocknet das komplett eure Haare aus. Also ich finde das Ergebnis hübsch. Es macht doch so ein bisschen ein Volumen in meine Haare, seht ihr das? Also da sieht man es ein bisschen jetzt. Es müsste irgendwie, müsste es da einen Trick geben, damit man, vielleicht ist es auch, weil ich schwarzhaarig bin, vielleicht sieht man es deswegen nicht so, aber ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen, oh ja. Man sieht es hier und hier sieht man es auch ein bisschen. Ja, also ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. So, jetzt, da steht es auch drauf, Hair Talk. Vielleicht interessiert euch das, Made in China. Vielleicht interessiert euch das ja. Also es gibt verschiedene Farben. Vielleicht guckt ihr mal bei euren Claires. Ja, und mein Spiegel ist voller. Herr Chalk, Herr Kreide. So. Ja, okay, das war's jetzt. Tschüss.